Schicht 6 über Kuppe, Achtung Bremsen, scharf links nicht schneiden. Der Gang ist draußen. Der Gang war draußen. Ich habe es gehört. In welchen Gang wolltest du denn schalten? Zu oft schalten kostet nur unnötig Zeit. Ich meine, in welchen Gang du gerade eben schalten wolltest. Die Kurve fahren wir doch immer im ersten Gang. Das weiß ich. Warum fragst du denn dann? Weil du gerade eben nicht in den ersten Gang geschaltet haben kannst. Ich fahre diese Kurve aber immer im ersten Gang. Wieso ist der Gang dann mal zu hoch und mal draußen? Ich weiß es nicht, ich bin keine Kupplung. Ach. Und woher weißt du, wann du im richtigen Gang bist? Ich trippe so oft auf die Wippe, bis ich im ersten Gang bin, mein Gott. Zählst du mit oder wie? Ich mach das nach Gefühl. Ein Rennfahrer hat das im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich hab das im Gefühl, wann ich im richtigen Gang bin. Aber der Gang war draußen. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht. Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich mache schon seit meiner Kindheit Motorsport, bin den ganzen Tag im Servicebereich, arbeite mit den Technikern zusammen, fahre die Strecke ab, arbeite mit dir das Gebetbuch und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Aber wenn man nach Gefühl schaltet, schaltet man eben nur zufällig genau in den richtigen Gang. Es kann dir doch ganz egal sein, ob ich zufällig in den richtigen Gang schalte. Hauptsache, ich schalte in den richtigen Gang. Wir bräuchten hier nur den richtigen Gang und nicht zufällig den richtigen Gang. Es ist mir egal, wie oft du schaltest. Aha, es ist dir egal. Es ist dir also egal, ob wir wertvolle Zeit verlieren, weil ich so viel schalten muss. Nein, nein. Aber es ist nicht egal. Wir müssen die Kurve nämlich im ersten Gang fahren. Das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du doch noch gesagt, es ist dir egal. Ich hätte hier nur gerne den richtigen Gang. Gott, was sind Co-Piloten primitiv? Ich verreiße ihm das Lenkrad. Gleich verreiße ich ihm das Lenkrad. Warum hast du mir die Kurve nicht angesagt? Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual.